Ja, jetzt fangen doch noch ein paar Impressionen ein. Das ist doch mal eine Ansage hier, ja, das, ne? T-Shirt. Du bist auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren unser Fan. Was macht dir an dieser Mannschaft dieses Jahr besonders Spaß? Also ich selbst wohne ja in Holland und aus dem Grund finde ich es natürlich toll, dass da so viele Holländer dabei sind und so eine junge Truppe und so eine, ja, so eine sympathische, ja, euphorische Truppe, finde ich, haben wir lange nicht gehabt. Finde ich eine super Sache. Ja, ne? Nimmt uns alle so mit, die Mannschaft, finde ich auch. Dankeschön. Nika, macht es Spaß, Autogramme zu geben? Ja, sehr, sehr viel Spaß. Gibst du mir auch ein Autogramm? Ich kriege ein Autogramm von Nika Dalderop. Für André. Bedankt. Hier haben wir ein Mini-Sportabzeichen von der STAWAG. So. Zukunft. Hier haben wir jemanden, der eigentlich dauernd und immer in der Volleyballszene unterwegs ist und auch in Belgien, in Holland, überall Spiele guckt. Aber eigentlich bist du immer hier. Nehme ich das richtig wahr? Ich habe in der ganzen Zeit jetzt ein Heimspiel der Ladies verpasst, seitdem sie erste Liga sind und die letzten beiden Jahre in der zweiten Liga. Also wenn man heute zum Beispiel auch 1-3 verliert, dann gehst du nicht jetzt traurig nach Hause? Also ich bin ganz ehrlich, wenn wir alle 3 Sätze zu 7 verloren hätten, wäre ich sehr enttäuscht gewesen. Aber so war es ein Bombenspiel mit einer unglücklichen 1-3 Niederlage. Also ein Punkt wäre heute mehr als verdient gewesen für Aachen. Und Lieblingsspielerin oder holst du dir sowieso von allen die Autogramme? Das weiß ich. Aber hast du trotzdem einen Favorit im Moment? Ich habe im Moment eine Spielerin, das ist Mackenzie Adams mit der 13. Today you are the MVP and now you must give the sign. How do you feel? I mean, I'm thankful to the other team for choosing me, but we have a lot to do as a team to improve for the next match and get ready for that win. Das spricht mal wieder für Mackenzie. Sie findet das zwar gut und fühlt sich geehrt, MVP zu sein, aber wir müssen wieder als Team mehr arbeiten, um die nächsten Spiele dann auch vielleicht mal zu gewinnen. Good job. Danke, Mackenzie. Hier ist jetzt das volle Programm. Handyhülle, Rückseite, Ball, alle Autogrammkarten. Den Ball habt ihr bei irgendeinem Spiel vor ein paar Wochen mal gefangen, ne? Ja. Und jetzt habt ihr alles. Ja, eigentlich schon. Was jetzt noch fehlt, ist ein Kissenbezug mitbringen und dann unterschreiben lassen. Wäre das eine Idee? Ja. Julia und Mali aus unserer zweiten Damenmannschaft, die auch ab und zu auch in der Vorbereitung bei Damen 1 mittrainiert haben. Okay, wir haben gerade so eine Serie abgedreht mit Leuten mit der Frage, habt ihr eine Lieblingsspielerin bei den Ladies in Black? Erst die Mali? Oh, das ist eine richtig gemeine Frage. Julia? Die haben alle ihre Vorteile und Nachteile. Ihr wollt ja wohl nochmal mittrainieren, ne? Ja. Ja. Der Olaf, der holt sich nämlich routinemäßig jedes Jahr die Autogramme auf der Trommel. Und so kann man dann auch immer die aktuelle Trommel sehen. Und das Fell von den anderen Jahren, das hängt im Keller. Das hängt im Keller, ich dachte schon. Wenn er fertig ist, gucken wir mal, wie das dann aussieht. Danke, Olaf. So, Olaf, jetzt ist die Reihe zu Ende. Hast du alle Autogramme drauf? Ja, es heißt ja Autogrammstunde, ne? Da hat auch eine Stunde gedauert. Aber ich hab's ja alle drauf. Dann wollen wir da mal überprüfen. Mit der Nummer 2, Lindsay Dowd. Ja, Olaf ist glücklich, er hat alle Autogramme.